Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ich hatte es im Stream schon mal angekündigt. Das Spiel ist interessant, denn wir sind hier gerade in Hannover und wir haben die gesamte Welt zur Verfügung. Also der Titel ist kein Clickbait, wir bauen Bahnstrecken auf der gesamten Welt. Also wir können überall auf der Welt Bahnstrecken bauen. Und das im Multiplayer, denn der Seidenspinner ist auch dabei. Vielleicht nicht auf der Antarktis, aber ja. Können wir schon. Ja. Es wohnen ja nur keine Leute da. Wir können das schon, nur, ja. Genau. Wir können das, wie gesagt, überall bauen. Das ist halt echt super. Und wir haben gedacht, wir starten mal in Deutschland. Und ich habe auch gedacht, vielleicht kommen dann nach und nach noch andere Leute dazu. Andere Let's Player oder YouTuber. Und dann bauen wir uns so ein bisschen unser deutsches Zugnetz auf. Wir werden erstmal so ein bisschen realistisch die Bahnstrecken nachbauen. Also teilweise realistisch, nicht super realistisch, erwartet uns das nicht, aber so ein bisschen nach Originallage. Und später werden wir vielleicht auch mal ein bisschen dann neue Strecken bauen oder vielleicht mal irgendwas anderes bauen. Wir gucken mal. Ich würde sagen, wir bauen zumindest das Streckennetz aus, was jetzt den Bahnhof betrifft. Da ist ja nicht so krass viele Möglichkeiten da, aber einfach so, dass es halt funktioniert. Und was genau. Weiß ich, wenn irgendwelche Abzweige sind, dass wir dann vielleicht anstatt von einem einzigen Bahnhof dann halt zwei Bahnhöfe nehmen, so nach dem Motto, ne? Genau. Du startest in Bremen oder so oder in der Ecke, ne? Hatten wir gesagt. Genau, du wolltest, glaube ich, von Hannover nach Bremen und ich dann irgendwie Richtung von Oldenburg aus, beziehungsweise. Wir können jetzt auch in Bremen, wir können auch erstmal Strecke Hannover-Bremen bauen und dass wir uns dann wieder treffen. Das wäre auch interessant. Gut, kann man natürlich auch machen, oder? Dann kriegen wir nämlich erstmal alle fertig. Aber ich fange jetzt erstmal an, hier ein bisschen Gleise im Hannover Hauptbahnhof zu legen. Ich starte einfach mal mit Oldenburg. Ich mache einfach so, ich fange von Oldenburg, mache ich die Strecke nach Bremen und. Genau, dann gucken wir. Genau. Wir machen hier unsere Heimatecken gerade. Ich würde auch sagen, dass wir dann in Bremen beispielsweise, dass wir dann halt auch in den Bahnhof halt, aber dass wir dann halt ein. Was wollte ich jetzt sagen? Mindestens zwei Bahnsteige, Bahnhöfe hier da platzieren. Ja, ich baue in Hannover, da habe ich auch ordentlich, werde ich auch ordentlich Bahnsteige bauen. Ich will das ein bisschen realistisch auch haben. Man sieht das ja sogar ganz gut, wo die Bahnsteige liegen, ne? Weil hier so Zwischendinger immer sind. Mhm. Zumindest in Hannover. Wir haben ein paar machen übrigens ohne Geld, weil das würde den Rahmen sprengen. Genau, weil wir ja wirklich viel bauen wollen, haben wir gedacht, spielen wir erstmal ohne Geld. Wir können ja später auch alles wieder umbauen. Das ist der große Vorteil. Für alle, die das Spiel überhaupt nicht kennen, also wir bauen hier wirklich Züge. Hier können wir auch Züge kaufen. Ich habe mir auch ein paar Mods installiert. Also wir haben hier, man sieht die nur so von oben. Also wie das, so eine Ansicht sieht man die von oben. Zum Beispiel haben wir auch eine 101 zum Beispiel als Intercity hier können wir fahren lassen. Eine BR 425 müssen wir haben. Aber auch hier Shinkansen und alles Mögliche. Du siehst nicht meinen Blueprint, ne? Ich seh nur mein eigenes Blueprint. Kann das sein? Wenn du in Hannover was siehst, dann siehst du mein Blueprint. Ich muss da gucken. Ja, okay, nee. Also, Oldenburg, ne? Genau. Oh, doch, ich sehe dein Blueprint. Du baust die ja riesig runter einfach. Ja, riesig geradeaus runter? Nee. Hä? Ach, das ist Buggy. Okay. Interessant. Hier ist so eine riesige Linie von Oldenburg geradeaus einfach kilometerweise runter. Ja, ich habe irgendwie das hinbekommen, dass ich zwei Bahnhöfe gemacht habe, apparently. Nee, wirklich bis nach Hä? Was ist das für ein Bug? Ja, ich hab's da noch nicht gebaut. Nee, die Strecke wird bei mir angezeigt bis übers Mittelmeer hinaus. Ja, das habe ich gemacht. Das stimmt allerdings. Das habe ich wirklich gemacht. Hast du das gebaut von Oldenburg ins Mittelmeer? Nein, habe ich natürlich nicht. Gut, aber das hat er mir angezeigt. Ach Mensch. So. Direkte Verbindung von Oldenburg ins Mittelmeer. Ist auch schön. Dann können wir alles machen. Aber das ist ja das Tolle an dem Spiel, du kannst einfach alles machen. Ich kenne mich ja ein bisschen in Hannover aus, denn ich habe ja mal so ein Projekt in Transportführer 2 angefangen, was ich nie weitergemacht habe. Was war doch weitergehen soll irgendwann. Deswegen weiß ich ungefähr, wie die Gleise hier liegen. Deswegen fange ich hier erstmal an. Ich habe auch vor, auch wenn wir, oh Gott. Ja, auch wenn wir es nicht so komplett realistisch machen, aber ich habe auch so ein bisschen vor, so ein bisschen zumindest so die Bahnhofslänge ungefähr passend zu gestalten. Mache ich auch, weil wenn wir überlegen, wenn wir dann realistische Züge da halten lassen wollen, jetzt wirklich schon irgendwie ein ICE haben mit Doppeltraktion, ICE 3 Doppeltraktion, ich weiß nicht, ob wir die Mods dann dafür irgendwann haben, da musst du aber schon überlegen, dass die da auch halten sollen von der Länge und da wird es knapp. Man kann sogar Züge einstellen, was sie für eine Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke höchstens fahren. Das heißt, auch selbst wenn die Züge rein theoretisch vom Spiel her schneller fahren könnten, können wir zum Beispiel sagen, du bist ein Regionalexpress, du darfst dir eigentlich keine 200
Du hast ja nicht mit 200 oder 250 durchkacheln oder 350. Können wir dem sagen, dann fährst du aber nur höchstens 160, damit wir das einigermaßen realistisch haben von der Geschwindigkeit. Also wie gesagt, die Leute, die jetzt bei mir das Transportweb 2 Projekt gesehen haben oder den Anfang davon, die kennen das, weil den Teil der Strecke habe ich dann nämlich auch schon fertig. So, Hannover-Ledeburg, S-Bahnhof. Dann können wir den auch weiterbauen. Aber hier habe ich jetzt gar keine Viadukt gebaut. Ne, hier tatsächlich nicht mehr irgendwie. Also ich wollte das jetzt so ein bisschen Viadukt machen, weil das hier glaube ich auch so ein bisschen... Es ist kein richtiges Viadukt, das ist aufgeschüttet. Das ist so ein Damm. Hier rein theoretisch. In Realität. Aber ich baue das halt wie ein Viadukt. Was? Jetzt neue Strecke. So, jetzt, das wollte ich machen. So, ich glaube es ist auch hier nur vier Gleise. Ja, es ist vier Gleise hier auf der Strecke. Wir kommen jetzt gleich Richtung Langenhagen. Das heißt, wir müssen dann überlegen, bis Nordstadt müssen wir hier noch anlegen. Hannover Nordstadt, da könnten wir rein theoretisch schon mal die S-Bahn fahren lassen. Die hält ja dann, glaube ich, nur Nordstadt, Ledeburg, Winhorst. Gibt es noch einen S-Bahnhof, das weiß ich. Dann kommt hier irgendwo Langenhagen-Pferdemarkt, dann Langenhagen-Mitte und dann geht die... Das hier ist die Flughafenkurve von Hannover. So heißt, aber ich wollte ja erstmal Richtung Bremen jetzt hoch. Also eigentlich mein Ziel jetzt erstmal Richtung Bremen hochzukommen. Vielleicht bis Oldenburg, sodass wir dann eine Regio oder Regionalexpress umbauen können. Wäre so meine Idee. Wie sieht es bei dir in Oldenburg aus? Sieht gut aus. Ich habe also schon mal zwei. Ja, streng genommen habe ich 4 von 8 Gleisen. Ach so. Nee, ich habe in Hannover Hauptbahnhof erstmal nur ein Gleis angelegt. Ich habe schon zwei gemacht. Also ich bin auch sehr gespannt, ob es irgendwann Güterverkehr und so geben wird. Das wäre auch interessant. Und was auch sehr nice wäre, wenn es die Möglichkeit gibt, falls ich das einfach noch nicht gerade gefunden habe, dass man die Bahnsteige halt auch halt eine Curve reinpacken kann. Das gibt's leider nicht. Das ist wirklich doof. Bei Realismus hat realistisch hat man das öfter mal, dass man so eine Kurve im Bahnsteig hat. So, Winhorst. Das passt sogar, Hannover-Winhorst. Wie heißt die Station Hannover-Winhorst? Ja, wo war denn das hier? Das war, glaube ich, hier einmal und einmal da, ne? Dann können wir das. Ich ziehe das jetzt einfach mal hier so schnell durch. Wir können das später noch ein bisschen schöner machen. Hannover-Winhorst, das wollte man noch umbenennen. Das wollte ich nicht. Ich hab mich nämlich verbaut hier. Das ist die Strecke Richtung Hamburg. Wir müssten raus bis Wunstorf und in Wunstorf dann die Kurve hoch Richtung Bremen. Aber ich kann euch ja gleich schon mal kurz die Züge zeigen, wenn ich hier gleich mal die erste Strecke fertig baue. Hannover. Langenhagen, bitte ist das. Die heißt gar nicht Hannover. Langenhagen Pferdemarkt. Ich hoffe, ich mache keinen Quatsch, aber es müsste so sein. Ups. So. Jo, passt. So, einmal hier und dann noch einmal hier vorne. Allerdings wo lang bis ungefähr. Jetzt können wir nämlich die Gleise schon mal hier rauslegen. Wir müssten nämlich gucken, wir müssen nämlich mit der S-Bahn dann später drunter durch. Also das heißt, die S-Bahn-Gleise müssen hier hoch. Die müssen hier drunter durch. Jetzt aber hier haben wir natürlich Ground. Ich weiß auch nicht, warum ich hier Ground genommen habe. Das ist eigentlich schwachsinnig. Aber lassen wir es erstmal so. So. Dann gehen wir hier nämlich in die Kurve. Das ist jetzt die S-Bahn-Gleise. Und die würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen hier in den Tunnel. Obwohl, die gehen hier noch rüber, würde ich sagen. Über Ground, da sind sie noch rüber. Und gehen danach in den Tunnel. Wenn das irgendwie geht, ja. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Genau. Und dann können wir nämlich hier im Tunnel runter bis hier vorne und dann hier vorne wieder rauskommen lassen. Ich glaube, das ist nicht original, wie es im Original genau liegt. Aber wir machen das jetzt einfach mal so ungefähr. Wir können es ja später immer noch überarbeiten. Hier können wir wieder aus dem Ground gehen. Wieder überarbeiten. Ich will jetzt erstmal nur hier die erste S-Bahn-Strecke fertig haben. Wo habe ich mich jetzt verbaut? Ja, ich habe mich verbaut. Ich muss nicht da unten hin, ich muss hier oben hin. Hier ist Nordstadt. Falls ich übrigens Fehler mache, also wir wollen es ja nicht hundertprozentig realistisch machen, also 99 ist ja übertrieben, aber einigermaßen realistisch, wiedererkennbar, sage ich mal. Und falls ich hier grobe Schnitzer drin habe, dann sagt mir das bitte auch gerne. Dann
Ist für ein Güterzug da? Ich dachte, das wird jetzt nach da gehen. Oder meint, das geht ja hier von hier aus dorthin. Ja klar, so ganz realistisch kann man es nicht so wirklich nachbauen. Der geht dann wahrscheinlich auch nach Wilhelmshaven, ne? Ich kann schon mal meine Entwürfe... Ja, ich glaube, ich baue jetzt erstmal hier die Strecke fertig und dann kann ich die Entwürfe bauen. Wir können jetzt auch hier und dann können wir mit der anderen darüber. Das geht auch. Dann bauen wir nämlich die anderen Gleise hier rüber. Ground Level, weil das ist nämlich jetzt das Gleis, was ich hier als nächstes bauen möchte. Das ist hier Richtung... die Gleise Richtung... Ruhrgebiet, Bremen, da wo ich jetzt eigentlich bauen wollte. Dann müssten wir hier noch eine S-Bahn-Gleis haben. Das müssten wir jetzt gucken, weil das wird jetzt knapp, das hier ran vorbeizulegen. Müssen wir eventuell das nochmal wegnehmen. Wie gesagt, im Original ist das Kreuz hier, glaube ich, ein bisschen anders. Aber dann können wir das mal so anbinden. Genau, das ist das. Und dann können wir hier mit dem Tunnel nochmal arbeiten. Oder wir lassen gleich erstmal die S-Bahn fahren. Können wir hier die Ecke noch bauen Richtung Flughafen. Dann zeige ich euch gleich mal ein paar Züge erstmal sehen gleich. Ne? Wir sind jetzt hier mal ein bisschen angefangen. Dann geht's hier raus. Legen wir erstmal die S-Bahn-Gleise hier neben. Wir müssen mal gucken, ob wir dann 6 Gleise hier lang legen können. In Realität ist es so tatsächlich. Das sollte aber gehen vom Platz her. So, dass wir hier noch 2 Gleise dazwischen kriegen. Ich hoffe, ihr baut jetzt nicht zu sehr in die Städte rein hier. Gleis 1, Gleis 2. Obwohl ich da tatsächlich auch Aufnahmen habe, wieder mal eine... Der Regionalexpress Richtung Bremen hier, wo ich dachte, was macht der denn hier auf dem Gleis? Aber der kann da auch halten. Also nachts, irgendwann, mitten in der Nacht. Ich habe da Aufnahmen von, Videoaufnahme von. Die eventuell auch nochmal im Kalender erschienen. Nee, ich habe keine Video mehr Aufnahme mehr davon. Ich hatte eine Videoaufnahme davon, die ist aber auf der Festplatte, die mir abgeraucht ist. Wie Hannover einfach Gullimann heißt. Der Hauptbahnhof. Ich nenne den mal um, ne? Was ist Gullimann? Gullimanns Reisen. Ach nee, das war was anderes. Der Bahnsteig geht ja noch ein bisschen länger, ne, meint. Heißt auch nicht Hanf, sondern HBF. Hannover Hanf, ja gut. Aber nicht schlecht. Sehr schön. Muss auch irgendwie so einen Weed-Shop am Bahnhof geben. So. Ich glaube, ich habe... Wie viele Gleise haben wir hier? 2, ja, so sollte passen. Also das hier sind jetzt erstmal die S-Bahn-Gleise, die wir hier ablegen. Schon mal die S-Bahn-Strecke hier angelegt, genau. Wir können hier schon mal bauen, die Entwürfe. Da siehst du jetzt wahrscheinlich, dass der Strecken sich rund um Hannover sich schon mal ordentlich ausgebaut hat. Oder siehst du es nicht, aber so ein bisschen. Ich gehe mal kurz rüber gucken. Da Hannover ja, hat sich ordentlich ausgebaut, man sieht's. Genau, ich guck mal ganz kurz nach Oldenburg, was du bisher da... Ja, ich bin bisher... ganz akribisch zumindest schon mal die Bahnhöfe am Setzen. Und jetzt bin ich in die Niederlande gelandet, läuft. Ich sehe bisher 2 Bahnhofsgleise, ne? Oder hast du schon mehr gebaut? Ich habe jetzt Oldenburg 2 Stück, ich habe in Wüsting 2, also die eigentlich halt einseitig sind erstmal. Also in der Realität. Okay. Dann habe ich Hude 2, einmal für die Strecke nach Bremen bzw. Oldenburg und Nordreich-Mohle und einmal halt die Richtung Wilhelmshaven. Dann habe ich Burgholzberg und jetzt bin ich gerade, habe ich gerade Schierbrook fertig und jetzt bin ich gerade verwirrt, wo es, ich habe das Gefühl, da fehlt noch mehr. Stimmt, Delmenhorst. Ah, Heukenkamp, genau. Stimmt, Delmenhorst liegt ja unten und dann hier Bremen und da ist der Hauptbahnhof irgendwo. Und dann können wir das mal verbinden. Aber ich wollte ja auch erstmal Richtung Bremen bauen, beziehungsweise bin ich jetzt zu südlich. Hannover ist, übersehst du? Ach, gut, dass der Hannover dich anzeigt. Zeigt irgendwie manchmal komische Städte an. Aber ich kann jetzt so ein bisschen orientieren, mich zum Glück. Das ist immer so ein großer Vorteil. Also so Orientierung, was so Geografie angeht und so, das hab ich. Ich will mich jetzt nicht irgendwie so selbst loben, aber das geht bei mir. Das kann ich sogar manchmal ganz gut. Also manchmal. Aber so, es gibt ja so Leute, die können das überhaupt nicht. Aber ich kann genug andere Sachen überhaupt nicht. Das hat sich ganz gut ausgeglichen bei mir. Ja. Ich kann dir zwar relativ viel sagen, wo viele Städte liegen und so. Dafür bin ich in Mathe manchmal echt ein bisschen bedeppert. Zum Beispiel. Wo liegt denn hier der Bahnhof Leinhausen? Hannover Leinhausen hat auch einen S-Bahnhof. Das müsste hier vorne sein, genau. So. Du kannst übrigens auch die Bahnhöfe über die Straßen ziehen, ne? Weil du das ja vorhin da bei der einen Stadt in 2 Teile aufgebaut hast. Ja, ich weiß. Aber wenn es halt nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Ach, in Realität ist es, ist das tatsächlich 2 Bahnhofsteile. Genau. Okay, das wusste ich nicht.
Und da das jetzt zu sehen, ist aber auch echt tricky, ne? Und hier ist das Problem jetzt bei Delmenhorst. Hier ist ja jetzt einmal das eine Gleis und einmal ist dann noch darüber das andere Gleis. Aber das müsste halt so schräg sein, dass es quasi hier endet und da endet. Was halt ein gekrümmter Bahnsteig ist. Übrigens, falls ihr wissen wollt, wovon der Seitenspinner da gerade redet, weil ich jetzt gerade nicht rübergehen will, könnt ihr gerne auf seinem Kanal vorbeischauen. Da findet ihr. Er wird auch Videos von dem Format hochladen. Hatte ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Deswegen, das wird so ein bisschen ein Parallelprojekt. Und vielleicht kriegen wir noch oder einen oder anderen. Falls ihr auch Videos macht und NIMBY habt, schreibt mich an. Können keine mitmachen, hätte ich gesagt. Hm? Ich nichts dagegen. Dann gucken wir mal. Schreibt mich an. Ohne den Kontext davor hätte man das auch deutlich falsch verstehen können. Wieso kann er wohl Leute anschreiben? Ja, gut, nicht wirklich schreiben mich an, sondern eher ruf mich an, aber. Ja. Hier haben wir die Herrenhäuser Gärten. Auch sehr schön, war ich auch schon. Hier gegenüber müsste irgendwo SeaWorld sein. Oder? War doch hier irgendwo. Oder ist es gar nicht? Habe ich jetzt wieder Quatsch? Ist es doch jetzt Herrenhäuser Gärten? Wollte gerade sagen, muss ja sein. SeaWorld ist ja leider nicht zu sehen. Das ist auf jeden Fall so das große Aquarium, falls das jemand kennt. Gibt es auch in mehreren Städten. Ich habe ja irgendwie gehört, die sind pleite. Keine Ahnung. Dank Corona wahrscheinlich. Bauen wir hier weiter. Also wir kommen jetzt hier nach Letter. Letter hat auch einen S-Bahnhof. Also Letter müssten wir auch noch einen S-Bahnhof bauen. Ich habe gehört, das ist die Alternative zur Butter. Schlechte Werbung. Schlechte. Ist das nicht eine Margarine, Letter? Ja. Ich bin Buttermensch, ich weiß sowas nicht. Aber ich bin kein Mensch, der Butter unter Nutella macht. Das halte ich für unmenschlich. Ich bin Buttermensch, ist auch echt. Auch echt, echt eine schöne Bezeichnung. Das geht bis hier und da vorne geht es bis zu. Da sind ja richtig viele Hundewiesen. Hundespielfläche, Freifläche für Hunde, Fußballplatz, Hundewiese. Okay, eins davon vielleicht nicht, aber eine Menge. Ist das hier überhaupt ein Bahnhof? Gibt es hier noch einen Bahnhof dazwischen? Nee, was soll denn da für ein Bahnhof liegen? Also rein theoretisch müsste doch hier irgendwo. Ja, der liegt hier. Das sieht man ja auch an dem Gebiet. Das ist Letter hier, S-Bahnhof. Das weiß ich. Ich kenne die Strecke ganz gut. Da bin ich öfter lang gefahren. So. Ich vergesse jedes Mal, dass ich im Nachhinein, also dass ich ziehe und danach erst klicke. Oh, und jetzt habe ich schon wieder ein Dings gebaut, obwohl ich es gar nicht wollte. Ich muss mich, also für mich sind das so die ersten, läuft sie auch immer überhaupt noch? Ja, für mich sind das die ersten 25 Minuten in-game, wirklich. Davor war es eigentlich eher versuchen herauszufinden, warum das Spiel nicht funktioniert. So, oder wollen wir jetzt, ich habe jetzt mich so drauf konzentriert, ich wollte ja auch Richtung Flughafen erstmal zu Ende bauen. Ja, ich kann mich wieder nicht entscheiden. Dann lass uns kurz die Flughafenkurve noch bauen. Dann können wir nämlich zum Ende der Folge, weil wir jetzt so, ja, machen wir so 30, 40 Minuten Folge. Also ich werde wahrscheinlich das erstmal ungeschnitten machen. Mal gucken, ob ich das dann später vielleicht ein bisschen zusammenschneiden werde. Kann mich nämlich gleich noch verabschieden. Dann haben wir nämlich wenigstens schon mal einen Zug in der Folge. Und zwar die S-Bahn. 50 Wie auch Meter. Übrigens in Dings 10, auch, in Transportverzeihung. 30, 35, 40, 400 Meter, alles klar. Ach, du gehst sogar original Bahnhofslängen. Ja, ich will das so ungefähr zumindest machen. Okay, das geht sogar noch hier drüber. Ich glaube, ich mache das gerade zu grob. So. Hä? Dann haben wir hier okay, den Flughafen. Okay, man kann maximal 400 Meter nehmen. Okay. Also der Flughafenbahnhof endet, glaube ich, hier unterm Terminal liegt der irgendwo. Das müsste das. Ist das hier das Terminal? Doch, das ist das. Ich dachte, das liegt hier irgendwo. Ich bin nicht ganz sicher. Ich baue jetzt erstmal hier hin. Bahnhof und unterirdisch bitte. Tunnelbahnhof ist es. Und werde ihn vielleicht später nochmal umlegen, wenn er da nicht ganz richtig ist. Ich gucke, so ein bisschen werde ich wahrscheinlich offscreen, dann kann er nicht im Tunnel bleiben, die Strecke. Danke. Okay, never mind. 400 Meter gehen nicht. Es gehen nur 399 Meter als Maximum. Okay. So, also das ist ja mal die Flughafenkurve. Das ist mal grob. Ich werde das vielleicht noch ein bisschen schöner machen. Hier sieht das natürlich ganz so schön aus.
Dann können wir aber erstmal schon die ersten Züge losschicken. Ist das Gleis 1 hier? Ja, dann machen wir das so. Neue Züge kaufen. Es gibt tatsächlich eine S-Bahn-Linie. Jetzt weiß ich aber nicht, wie S7. Hat sich gerade Quatsch zum Flughafen. Mal gucken, ob ich die BA425 finde. Ich hoffe, ich habe die gerade mitinstalliert. Das wäre ärgerlich, wenn ich die jetzt nicht mitinstalliert habe. BA425, da haben wir sie. Grau oben. Ja, sieht ja tatsächlich so aus. Ne? Also wenn man von oben drauf guckt, grau, hier oben sind die Dinger drauf natürlich. Und hier rot und dazwischen diese weißen Streifen. Das passt schon. Ein bisschen, die haben ein bisschen eckig vorne. Ne? Normalerweise ist der wesentlich runder. Aber dann setzen wir den auch erstmal ein. Hier habe ich ja alles mit Brücken gebaut, um diesen Damm darzustellen, wo das Ganze rüberfährt. So. Dann binden wir das da oben an. Nein, ich möchte hier unten ran. Dankeschön. Ich möchte da unten ran. Es geht schon schneller als Transport über 2. Aber gut, ist auch kein Wunder. Dann bauen wir erstmal die Entwürfe hier. Ja, gut. Dann könnten wir die Züge auch gleich losschicken, denke ich. Linien. Wir waren ja schon in Nordstadt. Ach, das müssen wir noch anwenden. Ja, wieder die Hälfte vergessen. Round. Ach ja, müssen wir nochmal kurz wieder wegnehmen. Die Kurve ein bisschen anders hier machen, damit ich hier rumkomme. Wunderbar. Jetzt funktioniert es, obwohl es genauso schlimm ist wie vorher. Läuft. Und eigentlich würde ich ja auch ganz gerne in vielleicht werde ich mich auch mal kurz aus Hannover verabschieden. Bald und werde mal kurz einen Absprecher nach Halle machen. Ich habe Bock, die S. Das ist nämlich die S7. Ich wusste, das ist S7. Nee, ist egal. Auf jeden Fall die S-Bahn-Strecke zwischen Halle Neustadt und Halle Hauptbahnhof zu bauen. Vielleicht komme ich da und mache ich das auch noch erstmal. Dann habe ich immer so die Strecken. Ist ich im Bahnhof? Habe ich irgendeinen Bahnhof vergessen? Der ist Ledeburg hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das zu weit nördlich. Ich bin mir echt nicht sicher. Das müsste ich jetzt nochmal kurz gucken, wo der Bahnhof Ledeburg liegt. Aber ihr werdet es nicht sehen. So, dann bauen wir mal die Strecke ein bisschen weiter. So. Also, der S-Bahn-Duft liegt an dieser Straße. Okay, dann ein bisschen mit einer besseren Kurve noch hinbekommen. Relativ. Guck jetzt mal ganz kurz. Müsste ich ja irgendwie. Sind zwar alles eigentlich Bahnübergänge, aber ist halt so wie es ist. Das ist aber die Ecke, ne? Also hier vorne kann es nicht sein, das ist zu nah dran, weil hier sind diese. So grün an der Seite? Ach, hör doch mal auf. So, jetzt. So viel. So, jetzt backt es nicht mehr. Ja. Ja, obwohl, das liegt. Nee, das liegt direkt dahinter. Das liegt hier so zwischen, ne? Tatsächlich. Gut, das habe ich ein bisschen falsch gebaut. Das liegt nämlich zwischen diesen beiden Straßen tatsächlich. Boah, ist ein langer Bahnsteig, ne? Ich habe hier so kurze Bahnsteige immer gebaut für die S-Bahn. Die sind, glaube ich, wesentlich länger. Gleise entfernen. Aber das kostet ja für uns nichts zum Glück. So, es müsste nämlich eigentlich von hier nach da so dazwischen liegen. Auch interessant. So. Binden wir das hier an. Ja, die Kurve ist jetzt unschön. Da müssen wir jetzt, da gehe ich noch ein bisschen ran. Oh, als ob ich es geplant gehabt hätte, dass das eine so schöne Kurve wird. Du kannst sie ja notfalls nur so ein bisschen korrigieren. Ja, ich weiß, aber es hat gerade sehr, sehr gut gepasst. Das war wirklich wie die Faust aufs Auge. Das ist doch super. So, dann schicken wir den. Können wir die Linie jetzt endlich mal fertig machen. Und dann kann ich gleich nochmal die Folge beenden. So, das haben wir hier. Dann geht's hier weiter. Ja. Hier hoch. Nordstadtfahrt kann nicht gefunden werden. Warum nicht? Ich müsste jetzt noch drunter durchgehen für die S-Bahn. Und dann hier aufs Gleis. Weil das ist hier. Ah, ich habe das Gleis noch nicht angefunden. Das ergibt natürlich Sinn. Jetzt kann ich euch mal zeigen, wie eine Weiche aussieht. Bisher noch keine gebaut. Okay, dann muss man das so machen. Erstmal ein bisschen. Hä? Nee, andersrum. Ich will die Weiche nicht nach da haben. Ach, Spiel.
manchmal ein bisschen nervig. So, weiche andersrum bitte. Weiche, weiche. Weiche von mir. Oh, verdammt. Ich glaube, dann haben wir hier sogar noch ein bisschen... Burg? Was ist denn Burg? Ach, dafür habe ich nur Burg geschrieben, auch nicht schlecht. Was ist denn Burg? Ist auch nicht schlecht. Burg ist eine Stadt auf Fehmarn. Oh, die liegt ein bisschen weiter weg. Nee, ich habe statt Ledeburg einfach nur Burg geschrieben. Ja, immerhin ein Teil ist drin. Hm. Jetzt sollte er es eigentlich erkennen. Hier eine Haltestelle hinzufügen. Warte mal, ich mach die nochmal raus. Ledeburg B, das funktioniert schon mal. Dann geht's weiter. Ach, hier findet er auch wieder einen Pfad, nicht? Warum? Guck mal, die sind hier nicht angebunden. Das wird aber ganz knapp daneben gelegt, sag ich mal. Leicht verschoben. Können wir das hier auch so machen? Geht das? Oder mauert er jetzt? Was rot, ne? Rot sieht eigentlich, heißt eigentlich, geht nicht. Machen wir es nochmal weg. Ich werde auch ein bisschen Probleme hier da durchzukommen. Da muss ich ja wahrscheinlich einfach mal. Machen wir mal einen Tunnel da raus. So. Dann würde ich sagen. Ist zwar keine Realität, aber. Ja, wie gesagt, das, da muss man, glaube ich, mal ein bisschen, manchmal ein bisschen Fantasie haben. Eben, wir können ja auch nicht die ganzen Bahnsteige machen und so. Wenn wir wirklich was mehr oder weniger detailgetreuer nachbauen wollen, dann müsste man das halt, also wo man es halt auch wirklich besser nachempfinden kann, muss man das halt echt wirklich probieren in Transport Fever, aber das ist dann auch nur bis zum gewissen Punkt machbar. Ja, so ein bisschen wie bei meinem Hannover-Projekt, was ich auch immer weitermache. Also das ist ja jetzt erstmal hier dasselbe, aber wir werden natürlich hier längere Strecken bauen. Also ich habe hier vor, auch wirklich Fernverkehrslinien zu bauen, dass wir zumindest mal ein ICE bald fahren lassen oder so. Bald heißt so, ich rechne so in 10 Folgen vielleicht. Falls wir es schaffen, dann mal so Richtung Hannover-Bremen oder sowas zu verbinden. Dann könnte man eventuell sogar den Intercity fahren lassen, wenn ich mich dann Richtung... Wenn wir Bremen verbinden, das ist interessant, er ist jetzt hier ungefähr, ich habe den Teil gebaut. Und jetzt müsste ich hier, Bremen müsste ich nämlich hier über Nienburg-Weser rüber. Dann über Pferden, ne? Ich glaube hier Nienburg-Wesen, Pferde, Bremen, Oldenburg. Das wäre zum Beispiel eine Intercity-Strecke, die es tatsächlich gibt. Die müsste man dann weiter verbinden über Braunschweig, Magdeburg. Dann geht es hier runter, Halle, Leipzig. Teilweise weiter bis Dresden. Sieht zwar unschön, ich wollte jetzt die Linie bauen. Aber ich kann es nicht verbessern. Ich hoffe, ich habe Langenhagen Pferdemarkt an die richtige Stelle gebaut. Falls ich, wie gesagt, grobe Fehler mache, gerne nochmal in die Kommentare. Oder auch andere Fehler, aber wir müssen ja gucken, wie realistisch wir es darstellen kriegen. Dann korrigiere ich das auch nochmal. Ich werde dann wahrscheinlich so. Vielleicht werde ich sogar so machen, dass ich am Anfang gewisse Folgen dann einfach nur mal erstmal ein bisschen was korrigiere. Was ihr in der letzten Folge angemerkt habt. Und die Station muss hier leider erstmal raus. Falls wir nicht so weit im Voraus aufnehmen, dass es. Aber oh, das kann ich mir sogar auch gerade vorstellen. Aber dann wird das halt 10 Folgen nachher korrigiert. Dann ist das halt so. Ich muss nämlich hier lang. Ledeburg. Das ist schön. Und ich glaube auch wirklich. Das Ganze dann jetzt wieder so. Also selbst wenn das nicht so super nachgebaut oder vorgebaut werden kann, kann man es halt immer super nice hier mit dem Moven super nice noch anpassen. So, wir können jetzt mal ganz kurz schauen, wie der Zug aussieht. Der müsste nämlich jetzt sich langsam schon auf die Strecke begeben. Mein erster Zug ist unterwegs. Nice. Und zwar die S-Bahn von Hannover Hauptbahnhof zum Flughafen hoch. Heukenkamp. Väter, du könntest ja auch, denkst ja auch irgendwie, bei Bremen gibt es doch diese Regio-S-Bahn. Genau, also es gibt einmal die Regio-S-Bahn, die halt auch bis dann dazwischen angeht. Ich habe es einfach mal von Oldenburg bis nach Bremen gemacht. Bin jetzt gerade noch, muss noch, Heukenkamp mit Delmenhorst, Heidkrug und dann halt noch Bremen-Neustadt und Bremen Hauptbahnhof verbinden. Ich weiß auch wieder, warum ich mein Handy angemacht habe. Ich wollte nämlich. Ach,
Ja, ich wollte nur mal kurz gucken, ob ich nicht. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe irgendwie Bahnhof vergessen, aber das ist halt nur so ein Gefühl. Ich bin noch lange nicht mehr gefahren, noch lange nicht so achtsam, dass ich da jetzt wirklich sagen könnte, okay, das fehlt mir. Naja, bei mir war es halt, weil ich das Detail halt schon mal in Transportführer gebaut habe und die ganze Strecke mir angeguckt habe und das im Gedächtnis geblieben ist. Deswegen weiß ich nur ein bisschen was noch. Das ist unsere erste S-Bahn, die fährt und mit dem Bild, wir können ja nochmal, warte mal, wir können die auch verfolgen. Jetzt würde ich fast sagen, Mitfahrt machen. Und das ist jetzt hier so eher unspektakuläre Mitfahrt von oben. Man sieht ja jetzt auch nicht so viel. Warte kurz, wo ist sie? Mit dem Bild, wie die hier aus dem Hauptbahnhof rausfährt, hier fehlt noch ein Gleis, würde ich sagen, verabschiede ich mich für meine erste Folge. 42 Minuten Folge. Das wird ein Spaß. Ja, wir sehen können, ich habe es doch bis Dam Wars geschafft. Im nächsten Video baue ich dann weiter und ich denke mal, ich werde vielleicht sogar auch nochmal das Ich will mir jetzt Ganze einmal. ausbauen nach Bad Zwischenahn. Ich habe noch keine Blueprints gebaut, by the way. Das wird Ach, du noch hast doch keine kommen. Strecke gebaut, das sind alles Nee, Blueprints, meinst du, ne? genau. Ja, ich gucke mir jetzt gerade auch mal an, was hier schon steht beim Seidenspinner. Das mache ich jetzt zum Ende der Folge auch noch mal ganz kurz. Ja, da steht schon ein bisschen was. Also so eine kleine Strecke haben wir ja schon. Dann kommt nämlich bald schon die zweite Strecke. Dürft ihr euch auch schon drauf freuen. Und wie gesagt, ich würde jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist mal was anderes. Aber als ich das Spiel gesehen habe, Seidenspinner kann es bestätigen, so ein bisschen Leicht gehypt. leicht gefreut. Weil das hat mich einfach geflasht. Auf der ganzen Welt, vor allem, wir können ja nicht, irgendwann bestimmt in Folge 1723 kommen wir, spawnen wir noch mal in New York oder so. Das wäre auch cool. Ja, da habe ich auch schon so einige Sachen, die ich mir so in den Kopf gesetzt habe. Japan, Shinkansen-Netz von Japan. Da hab ich auch Bock drauf. Gut, können wir alles machen. Ja. Aber nicht mehr in dieser Folge. Vielen Dank fürs Genau. Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.